Kuckuckuck. Hallo und herzlich willkommen an Tag 7 unseres Projektes. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt und ich würde sagen, wir schauen uns mal die ganzen Problemzonen an. Im letzten Video habt ihr ja gesehen, mein Mauerwerk ist feucht und danke, dass ihr auch mal... Hier haben wir ja die feuchte Wand, beziehungsweise wir haben Feuchtigkeit entdeckt und es ist immer noch die Frage, woher das kommt. Die Ursache möchten wir ganz gerne finden. Die Ytonwand wird dafür rausgerissen. Wir haben uns jetzt ein paar Baustützen organisiert, denn hier ist nun mal ein Stahlträger. Ich bin mir wirklich 100% sicher, dass da nichts drauf liegt. Da oben drüber, also doch, eigentlich ist da schon was drauf. Und zwar ein alter Barren, also von der Balkenlage. Aber da oben drüber kam ja ein neuer und die neue Balkenlage wurde ja komplett, wurde ein Rehm aufgegossen und dann wurde die neue Balkenlage mit einbetoniert. Das heißt, eigentlich ist da kein Gewicht drauf. Stützen nur aus Sicherheit und ich würde mal sagen, wir prügeln mal raus und schauen, was passiert. So, was soll schon passieren? Wenn die Decke runterkommt, kommt die Decke runter. Ja, aber dann haben wir das live auf Kamera. Aber also ich kann mir nicht vorstellen, was passiert. Schau mal, die Wand hier. Ist auf jeden Fall sehr wackelig. Ich kann mal so. Ich hab ein bisschen Angst, ne? Ist hier irgendwas Wichtiges in der Nähe? Pass auf, ich mach ein bisschen Platz und dann flüchtest du einfach schnell. Ja, ehrlich. Nimm mal die Bohrmaschine weg, sonst ist die gleich auch noch im Arsch. Ja, Gute Dewald. Das hier ist jetzt unser Sicherheitskonzept. Genau dieser Bereich. Aber eigentlich hier ist ja eigentlich auch ein Sturz, das heißt, da bin ich ja eigentlich safe. Seid bloß vorsichtig! Boah, ich hab noch nie in meinem Leben so Angst gehabt, Alter. Ach, die Wasserleitung. Können die gar nicht so fette raus, und bei nachher. So, jetzt ist gerade schon mit. Eigentlich kann ja jetzt nichts mehr passieren, aber was auch richtig witzig ist, da sehen wir wieder Altbau, wir haben eh, hier ist immer irgendwas, da wurde was geprutscht, hier, Alter, da hat der Onkel Theo noch irgendwas gefunden, wurde mit reingebaut, da hinten hat der Manfred noch was gehabt und hier dieser verdammte Stahlträger, Alter, der ist da einfach geschweißt, Junge, wer baut, Alter, normalerweise heutzutage, wenn sowas, ja, klar, wenn er jetzt hier so ein richtiger Pro macht, aber ich wette, das sind einfach so, ja, ich hab noch einen Stahlträger, ja, ich hab auch noch eine, hast du ein Schweißgerät, ja, hab ich, mach ja fertig, wa, ja, willst du denn einfach haben, ja, ich nehme Kiste Bier, wa, ja, ja, super, ich zieh mir die aber erst rein und dann schweiß ich den Träger, weil dann ist er auch fest. Junge, da geben sich die Leute hier Mühe. Setzen hier wunderschön Ytern. Teuer, ne? Aber guter Stein. Setzen Ytern hin. Machen hier extra sogar eine Belüftungsebene, die vorher ja gar nicht da war. Ziehen dann eine Folie rein, so eine Art Dampfschwere. Dann machen die hier oben die Belüftungsraum wieder zu mit dem Stahlträger. Oder? Also es macht... Das macht gar keinen Sinn. 0,0 Sinn, was hier gerade passiert. Wäre das jetzt alles trocken gewesen hier, ne? Hätte ich die Ytern gerne sitzen lassen. Jetzt muss ich hier wieder Ständerwerk hier machen. So, dann wollen wir mal den lieben Dachdecker suchen gehen. Ich glaube, der schwirrt irgendwo oben rum. Hier die Isolierung im Deckenbereich nehmen wir auch komplett raus. Die war echt gut schwarz und gerade hier im Badezimmer, wo ja viel Feuchtigkeit entsteht. Ich finde es lieber, wenn wir das selber nochmal machen und dann wissen, wie wir das gemacht haben. Dampfsperre dementsprechend auch neu. Hier ist alles nackig soweit. Hier muss isoliert werden. Hier ist noch die alte Isolierung. Praktisch entkernt, ja. Weiter geht's hier im Badezimmer. Alles isoliert, aufgedoppelt, Fliesen soweit ab. Wir müssten noch ein paar Stück hier abstemmen auf jeden Fall, damit das weg ist. Ach, hier ist mein Ladekabel und ich suche das den ganzen Tag. Cool, schön. Hat sich das ja wieder gelohnt. So ist der Stand der Dinge. Hier ist auch mein Zollstock. Den nehme ich auch mal mit. So, gehen wir mal in den Raum, den ich ausnahmsweise noch mitgedämmt habe. Hier habe ich schon letzte Tage isoliert. Ich glaube, vorgestern war das. Und aufgedoppelt ist. Decke sitzt. Eine Zwischensparrendämmung sitzt. Hier ist eigentlich nur noch Tapete ab. Dampfsperre dran. Dampfsperre anschließen. Hier distanzieren. Distanzieren. Hä? Nee. Ach, scheiß drauf, Alter. Hier werden wir die Dampfsperre auf jeden Fall noch nicht anschließen, weil die Fensterfront soll ja neu kommen. Das wäre ja wirklich back to the Badezimmer, Junge. Hier ist soweit die Ytonmauer rausgerissen. Hier werden wir jetzt rauszufinden, wo die Feuchtigkeit herkommt. Rausreißen, finito, bis auf null, Alter. Die Außenmauer bleibt stehen und alles muss raus. Vorne ausschachten, gucken, wo kommt das Wasser her? Weil da ist ja scheiße. Wenn du weißt, dass du Wasser hast, Wasser ist immer scheiße. Außer in der Badewanne, das ist schön. Aber im Mauerwerk ist es scheiße. Da gehört es auch rein. Ja, aber nicht im Mauerwerk. Nee. Ist einfach scheiße und müssen wir gucken, wo es herkommt.
Draußen beginnt jetzt auch die Fehleranalyse. Die Gehwegplatten sind jetzt soweit alle entfernt. Ist aber im Normbereich. Ja, aber finde ich nicht gut. 45, das ist im Norm. Das ist, ich hatte das, ne? Ohne Witz. Unser Bad unten ist so groß. Nur wegen der Dusche. Dann sah das so aus, da 100. Und dann ist das über 8, 9 Quadratmeter. Ja, aber das hier war jetzt, weil hier unser Held vorhin den Wasserhahn aufgemacht hat. Darum ist das jetzt wieder so aktuell frisch. Ja gut, aber das passt einfach, ne? Ja, ja. Die Außenwand. Dann haben wir auch schon gestern, weißt du, hier ging es 3 Stunden nur noch darum. Ja. Wir haben alle, wirklich alle Gründe, aber... Und es drückt von außen, definitiv. Ja. Und du musst die Schrägen, musst versuchen, irgendwie das Wasser abzufangen. Kennst du diese fertigen Drainagerinnen? Ja. Die kann man ja erstmal einsetzen. Ja, aber die Frage ist, Moritz, wenn du jetzt einmal schon dran bist und bis unten auf den Sockel gehst, da noch eine ordentlich gelbe Drainage reinlegen, die anschließen und da drüber eine Rinne, dann bist du hundertprozentig sicher. Ja, ich würde jetzt erstmal das Oberflächenwasser wegnehmen. Ja, aber dann bist du ja, dann hast du ja 2 Arbeitsgänge, dann hast du ja vielleicht Masse die Rinne, die muss ja ordentlich einbetoniert werden und alles. Ach. Weißt du, was du mal machen musst? Mich Sachen erklären lassen. Finde ich gut, pass auf. Wie nennt man das Ding hier? Das ist ein Mittelholz. Was ist das? Mittelholz. Ah, okay. Weiter geht's. Hast du hier schon ein paar Mal öfter in der Hand gehabt. Was ist denn das hier? Dämmung. Na, es gibt ja Auto, ne? Und dann gibt es ja noch so Autos Schaum. In der Ober. Schaumdämmung. Schaumdämmung, genau. Wie nennt man sowas? Holz. Holz? Ja, das ist schon Holz, ne? Fensterholz ist das. Okay. Probieren wir das Ganze nochmal mit Werkzeugen. Nimm das mal in die Hand, damit du was Haptisches hast. So, was ist das? Holzsäge. Holzsäge? Ich weiß gar nicht, wie der richtige Name davon ist. Ich nenne das Ding mal Fuchsschwanzsäge. Ich habe wieder eine spannende Entdeckung gemacht. Herr Kameramann, wenn du jetzt mal riechst, wonach riecht das für dich? Muffig. Riecht nach Kanal. Riecht nach Kanal, ja. Ja. Ich vermute jetzt, dass hier unten drunter, weil ich habe hier gerade aufgestemmt und hier, also jetzt ist er wieder mit Schutt irgendwie verdünnt, aber man sieht diese feuchten Bereiche hier. Hier stand auch richtig Wasser gerade drauf. Ich vermute, dass der Ablauf nach hier in außen undicht ist oder kaputt oder verstopft oder was auch immer. Weil das stinkt so krass unter den Fliesen nach Kanal und es ist auch krass am Schimmeln unten, oder? Also sprechen wir mal mit den anderen. Chef! Oh, jetzt gibt alles gut. Oh, oh. Ich hab nichts gemacht. Ich habe jetzt Fliesen aufgestemmt und ich vermute jetzt, dass der Kanal einfach undicht ist vom Ablauf. Weil unter den Fliesen ist es erstmal richtig krass am Schimmeln und es stinkt einfach alles nach Abfluss. Es riecht alles nach Abfluss und das ist auch die nasseste Stelle. Von da aus beginnt das und zieht sich so weiter durch. Ich vermute mal, der graue Rohr, was da hinten rausgekommen ist, dass da ist irgendwas kaputt. Darum, dann passt das auch, dass unterm Sockel, obwohl das überdacht ist, alles so pitchnass ist. Ja. Ist ja nicht dagegen, dass wir jetzt einmal die Grundmauer unten ordentlich verdichten. Ja, das mag ja sein, aber das kostet auch viel Geld. Guck dir mal an, das sieht man ja schon förmlich. Das ist nasser als da. Und hier das ist ein nasser. Dach. Da ist ein Dach. Dach, Junge! Du meinst, welches Rohr ist kaputt? Ich sag hier, irgendwo kommt ein HT-Rohr raus, ein graues. Ja gut, da brauchen wir eh den Bagger für. Ja. Also legen wir jetzt die Wand frei. Ja, dann legen wir mal die Wand frei, oder? Hier ist ein bisschen entspannter als hier, weil hier habe ich halt echt Schiss, wenn ich jetzt einmal richtig piss, dass mir das hier richtig hochzieht. Und dann findet man gar nicht mehr die Ursache. Aber ich würde wenigstens die Rinne reinlegen. Ja, das ist ja noch okay, aber... Ja. Da muss ich mal ihn angucken. Hat er gerade freigemacht. Ja, ist so. Dann riechst du jetzt auch, finde ich. Dann hast du vorhin nicht gerochen. Wenn du auch erstmal da hinter fühlst, dann siehst du aus schon direkt. Hier ist pitchnass, ne? Ja. Hier ist richtig, richtig nass. Das kann jetzt sein, dass der scheiß Abfluss da, der hier sitzt, der jetzt auch voller Erde ist, ja, der irgendwie so oder so schräg oder so, was das hier irgendwo was ist. Ja. Da kann ich mir echt gut vorstellen. Das heißt, wir buddeln da hinten. Gut. Ja. Ich glaube, das ist ein Teich. Aber das stinkt ja nach Abfluss. Ein Teich, wenn der kippt und das Wasser ja, stinkt genauso. Ja, wenn der unten drin ist, das stinkt ja doch. Prüfen, habt ihr, oder habt was? Ihr keine Pumpe, die du mir leer machen kannst? Oh Mann, da sind noch Fischis drin! Ja und? Die kannst du da in so einem Pott drin tun. Ah nein, Alter, die sind hier glücklich, die schwimmen hier ein bisschen. Ja. Kannst du nicht hier die Fischis töten? Ja, hier ist alles ein bisschen skurril. Wir haben Rohre, wo wir noch nicht wissen, wo die hingehören. Undichtigkeit im Badezimmer, die irgendwie behoben werden muss. Viele Wege und mal schauen. Wir haben hier eine Fliese, nichts Besonderes, aber diese Fliese zeigt mal mit auf den Boden bitte. So und jetzt ist einfach nur meine Hoffnung, dass die Fliese, die lag hier irgendwie wahrscheinlich so. Und hier war ein Dübel drin. Das haben sie dann versucht, ein bisschen hier mit Silikon abzudichten. Hat aber wahrscheinlich nicht so gut funktioniert, weil wenn man sich die Naht anguckt, ist hier voll der Wasserlauf. Jetzt ist einfach nur wirklich die Hoffnung, dass dieser Dübel und diese Bohrung diese Abdichtung hier zerstört hat und so letztendlich dann für diesen Wasserschaden hier im Badbereich, ja. So, Freunde, die Decke hier ist schon mal so gut wie raus. Wir wollten den Träger da vorne, schwenk mal rüber, super. Den Träger, den wollten wir eigentlich rausnehmen, weil ich vermute mal, dass der alte Balken damals Wurmbefall hatte und dann sind Handwerker hingekommen und haben den Sparren unterstützt. Einfach mit dem Stahlträger.
Wir werden das alles rausreißen und dann seht ihr nachher, wie weit wir sind. Alejandro, mein Freund und übrigens auch Elektriker, und ich habe Gott sei Dank noch ein, zwei Elektrikerfreunde, ist heute auch mit hier auf dem Bau, um zu überprüfen. Wir haben echt viele lose Kabel irgendwie aus der Mauer, ne? Also die abisoliert sind, wo wirklich nur Kupfer irgendwie rausguckt. Und mir ist das ein bisschen zu ungewiss und darum sollst du mal prüfen, wo denn hier noch irgendwo Strom drauf ist. Ja, dann wollen wir mal schauen, wo hier, ne? Du hast ja gesagt, irgendwie hier könnte vielleicht noch was drauf sein. Ja, und dahinter. In der Ecke hat es irgendwie mich drauf aufmerksam gemacht, dass da mehrere Kabel rausgucken könnten. Ja. Dann wollen wir mal schauen, ne? Ob da. Also verstehe ich richtig, du hast richtig Bock. Ich hab Bock, ne? Nimm mal hier das gute, den zweipoligen Spannungsprüfer und dann wollen wir mal messen, ne? Eins und. Warte, du! Ja, schön, dass hier noch richtig Suppe auf dem Kabel ist, ey. Was eine Scheiße. Ich glaube, das sollten wir mal abklemmen. Also wenn ich jetzt anpacke, dann bzz, bzz, oder was? Ja. Oh. Da kriegst du ordentlich eine gewischt. Das geht durch den ganzen Körper. Warum bin ich nicht einfach nach Hause gefahren? Es gibt gleich noch lecker Schnitzel. Wäre ich mal einfach nach Hause gefahren. Hallöchen Freunde, an einem weiteren Tag hier bei uns auf der Baustelle. Ich widme mich immer noch meinem größten Problem, und zwar dem Wasser im Badezimmer. Wir haben gestern Nacht und ich schon heute früh, das habe ich noch nicht aufgenommen, einiges schon mal vorbereitet, und ich zeige euch das jetzt mal. Wir haben den Träger, der hier oben saß, komplett rausgenommen und somit auch diese Wand, die hier mal gesessen hat. Außerdem haben wir hier unseren Ablauf freigelegt. Also hier war ja früher dieser Duschablauf und hier ist das Hatero, wo das Wasser komplett abläuft. Und auch die Wasserleitung, um mal zu checken, ob da irgendwo vielleicht die Ursache ist. Und ich bin jetzt gerade dabei, den Esstisch hier komplett aufzustemmen, weil die Dämmung hier, die ist pitchenass. Da kommt das Wasser förmlich komplett raus. Ja, wo ist die Ursache? Das ist meine heutige Mission. Ich habe jetzt einen Großteil des Estrichs rausgerissen. Das war jetzt hier vorne, der gesamte feuchte Bereich. Einfach, weil ich sicher gehen wollte, dass hier diese Wasserleitung letztendlich dicht ist und genauso wie der Abfluss. Und ich hatte ja die erste Hoffnung war ja, dass hier der Abfluss, der hier für die Dusche war, dass der undicht ist. War es aber nicht. Hier die Wasserleitung sieht auch gut aus, sage ich jetzt mal. Erinnert ihr euch vielleicht noch an den Ausschnitt, wo ich gesagt habe, wir reißen ein Waschbecken raus? Hätten wir vielleicht mal vorher getan. Dann hätten wir nämlich eine Sache gesehen. Und zwar habe ich gerade eben mal, oder ich habe mich dazu entschlossen, hier die ganze Wand rauszureißen, weil hier immer noch alles sehr feucht ist. Und das hing quasi so und so. Wir sehen jetzt hier einmal, dass die Scheiße komplett undicht ist. Und das hier wurde wahrscheinlich damals verjüngt, auch komplett undicht. Und wurde dann einfach hier in diesen Ablauf reingesteckt. Und der Ablauf hat Kontergefälle. Kann das sein, dass das hier entweder rausgerinnt ist oder wirklich hier hinten. Da wurde auch schon mal was mit Acryl versucht. Und ja, dem gehen wir jetzt gleich mal auf die Sprünge. Eigentlich ein Indiz, wenn jetzt die Rückwand von diesem Ding komplett verschimmelt ist, ist sie leider nicht. Okay. Gut, hätte sein können. Ja, also Wasser ab, Tank ab, Wand raus, Boden raus. Wasser ist abgestellt, wir beginnen mal mit der fachmännischen Demontage eines Armaturen. Das ist echt ein Scherz, als ob das jetzt wirklich nur durch Acryl oder Silikon gehalten hat. Gut. Monsieur ist nämlich Dachdecker und kein Gaswasser-Scheiße-Kerle. Und darum lösen wir Probleme immer recht funktional. Haben wir den Hobel. Gut erhalten im Waschbecken zu verkaufen, leichte Gebrauchsspuren. Jetzt auf eBay. Ah ne, heißt ja mittlerweile Kleinanzeigen, ne? Sieht man das Schmuckstück? Sieht man. Schön. Wunderbar. Ich glaube, ich eigne mich auch überaus für eine Ausbildung als Gaswasser-Scheiße-Kerle, oder? Auch sauschlau. Weißt du, weiß nicht, ob da Strom drauf ist und hab eine fette Eisenstange in der Hand und reiß dann ab. ich bin aber ein Fan von No Risk, No Fun. Hier ein bisschen Folie, hier ein bisschen Speis, so ein paar Ytonsteine hier. Vielleicht ist das auch jetzt letztendlich einfach der Grund, warum hier Wasser drin ist. Mir ist ein ganz kleines Malörchen passiert, und zwar als ich den Estrich hier rausgestemmt habe, habe ich versehentlich nur einmal mit dem Fäustel hier gegen getackert. Zack, Toilette kaputt. Brauchen wir doch eine neue. So, Freunde, der Tag ist für uns zu Ende. Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit unserer Tagesleistung. Ja, wir haben natürlich hier und da noch ein paar Probleme, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir die in naher Zukunft irgendwie gelöst bekommen. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Und in diesem Sinne, euch einen wunderschönen Abend, Tag, Mittag oder Morgen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Every day, 24.